Ja, Mobo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute, in der heutigen Folge, werden wir nochmal die letzten paar Reste der Karte aufdecken und wir werden einmal ganz kurz gucken. Ich hoffe, das kriegen wir zeitgleich hin. Beim Labor herstellen. Wir müssen Heilmittel und Antibiotika herstellen. Heilmittel. Heilmittel und Heilsalbe müssen wir beides herstellen. Und Antibiotika habe ich noch nicht, ne? Das ist Kacke. Aber es ist Schnäppwert. Was zur Hölle ist Schnäppwert? Okay, aber das kriegen wir hin. Blutblatt und Rußblume. Und ein bisschen Wasser. Wenn wir Wasser finden, nehme ich auch direkt ein bisschen Wasser mit. Das ist der Plan. Und das müssen wir hinkriegen. Dafür brauchen wir Blutblatt und Rußblume. Das habe ich eigentlich schon öfters versucht, aber irgendwie. Ja, ich habe es einfach mittendrin vergessen. Geb ich ganz offen zu. So, aber gerade aus diesem Grund gibt es hier einen See, den wir noch nicht kennen. Und da erhoffe ich erstmal den Blutblatt zu finden. Oder das Blutblatt. Und vielleicht gibt es hier noch irgendwas, weil das hier sieht auch noch auffällig aus. Wo gehen wir hin? Gehen wir mal. Johnsons Acker ist, glaube ich, ein guter Spot dafür. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Menge tun. Das sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Aber ich weiß nicht, ob wir die hinkriegen. Weil es sind so eine Sachen, die man finden muss. Und ihr wisst, ich bin im Finden, bin ich eine Niete. Ich finde nichts. Die Dinge finden mich ja. Aber nicht andersrum. Ja. Hallo da drüben. So, du kriegst erstmal den Stefan ab. Das nehme ich erstmal mit. Ich weiß gar nicht, wann die Woche für Atomraketen anfängt und wann sie endet. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Man weiß ja nie. Nein, verzieh dich. Ich will gar nichts von euch. Ah, jetzt ist schon abgehauen. Du hast die Blütwürmer. Wodurch? Wodurch habe ich mir Blutwürmer eingefangen? Hä? Mich hat nicht mal was angefasst. Ach, und übrigens, ja, ich wurde angesprochen wegen dem Server von euch, also dieses neue Server-Add-on, was es jetzt gibt, wo man sich einen Server mieten kann. Ja, kann man eigentlich halten, was man will, ob es jetzt scheiße oder gut ist. Im Endeffekt ist es etwas, was man nutzen kann, aber nicht muss. Der einzige Vorteil an diesem Server-Kack liegt einfach nur daran, dass du halt unendlich schleppen kannst. Aber sind wir mal ganz ehrlich, für 15 Euro werde ich mein Lager nicht erweitern. Und eine Welt für 8 Spieler, das ist sinnlos. Wieso sollte ich einen privaten Server mieten über Bethesda für 8 Leute? Ganz ehrlich, andere Spiele machen das einfach so, dass sie, oder andere Entwickler, die Spiele machen das ja nicht, sondern die Entwickler, die machen das über Nitrado. Ganz einfach. Ich meine, die Preise sind okay, die Bethesda da vorgeschlagen hat für 8 Leute, 15 Euro ist in Ordnung. Kann man eigentlich nicht viel sagen. Ach, Kacke, jetzt muss ich hier hoch. Allerdings hätten die es auch über Nitrado machen können, weil wer da bei Nitrado immer einen Server hat, der könnte den auch gleich für Fallout nutzen. Also. Ja, weiß ich nicht. Klar wollen sie da auch ihr Geld dran verdienen, aber. Ich denke nicht, dass das viele machen werden. Weil irgendwie eine Welt für 8 Spieler ist schon ziemlich sinnlos. Habe ich davon schon ein Foto gemacht? War das gar nicht drauf. Jetzt. Nein? Versteckt? Hä? Ach so, das muss so eine große sein. Ah. Alles klar. Umsonst ein Foto geschossen. Ja, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall nicht nutzen. Es ist ziemlich sinnlos. Ich meine, es ist jetzt kein Grund aufzuhören. Es ist schon irgendwo ein bisschen banal, aber. Wir sind eh so gut wie am Ende. Da können wir das letzte Stück noch durchziehen und dann warten, bis das Addon rauskommt mit Wastelanders. Anscheinend war der Versuch ja, eine Welt ohne NPCs zu schaffen, nicht ganz so toll. Und ein Jahr nach Release. Sind sie auch drauf gekommen. Scheiße, jetzt wissen die, wo ich bin, ne?
Kacke. Wuhu. Muss doch euer Riss entdecken. Oh, hoffentlich wird geschossen. Oh, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt kommt eine Horde an. Jetzt kommt der Fenator. Los, Fenator. Zeig, was du drauf hast. Geh doch weg! Mann, ich hab hier eine Waffe. Seht ihr das nicht? Die kann töten. Ich will mal sagen, geil ist was anderes. Weil ist auch nicht mein Spielstil, einfach so drauf zu gehen. Oh, naja. Ah, wieso sind hier so viele? Ist doch gut, Mann, da oben. Geh weg. Geh einfach weg. So, wie viel Schaden? Ich hasse diese Viecher so sehr, ne? Man muss schon treffen, damit er Schaden macht. Ja, gut. Machen wir einen auf den hier. Da haben wir noch ein paar Kerne. Verballern wir ein bisschen unsere Kerne. Wenn er denn schießen würde! Du musst kurz nachladen. Bleibst du kurz stehen? Ja? Ah, ich sag dir stehen bleiben. Vor allem der Baum schützt mich kein Stück. Nicht. Kann nicht. Weg mit dir. Da ist der Dorftrottel. Komm her! Ich sag dir, komm her und ich schieße auf mich. Ich hasse die Viecher. Bewegende Ziele sind kacke. Und Ziele, die man nicht one-shotten kann, sowieso. Ich spiele vorlaut, um so OP zu werden, dass ich alles one-shotten kann. Und da kommt da dieses Viech. Jetzt flieg doch nicht weg. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Junge! Geil. Na komm. Jetzt weißt du, ich kann nicht da durchschießen, aber du kannst durchschießen, oder was? Dämliche Bäume. Wie entwickelt sowas? Nicht mehr lang. Ist er tot. Weißt du, mit Schleichschaden hätte ich mir jetzt bestimmt schon die Hälfte abgezogen. Aber leider haben mich die Verbrannten entdeckt. Oh, komm schon. Wie, du kannst rückwärts schießen? Hä? Kam das aus seinem Arsch oder was? Hat er gefurzt? Ja, lande. Mach's mir einfacher. Oh, mein Bo. Jetzt ist meine Waffe kaputt. Geil. Gutes Timing. Einfach gutes Timing, Leute. Ah. Ja, sehen. Ein schallgedämpftes Gaussgewehr. Oh, ich will diesen Schalldämpfer haben für das Gaussgewehr. Oh, wenn ich den bekäme. Oh. Schallgedämpftes Gaussgewehr. Ja, es ist leise. Ich will so ein scheiß schallgedämpftes Dingensgewehr. Oh, das wäre richtig cool. Werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Ich baue ja schon so viele Sachen auseinander, wie es geht, aber da kommt leider meist nichts bei raus. Dafür hätte ich das Abo gekauft, mit größerer Wahrscheinlichkeit aus Waffen Mods rauszukriegen. Die ist mir sofort gekauft. So, Rissstandort entdeckt. Glückwunsch. Oh, kann ich hier weggehen? Gehen wir da hinten hin. Albera.
So, hier ist der See und da hinten ist noch eine Vault. Dann gehen wir direkt gleich zur Vault. Aber erstmal, wir brauchen Blutblatt und was andere. Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, so merke ich mir das Zeug gar nicht. So, hier gibt es anscheinend nicht viel zu sehen beim See. Nö. Ein Tisch mit Müll drauf. Wow. Nein, ich hab dich doch schon gesehen. Stirb doch einfach. Drecksviecher. Ich hasse sie. Ich hasse eigentlich alles. Ich weiß gar nicht, wieso ich diese Spieler spiele, wenn ich alles hasse. Oh, guck mal, hier ist eine Brücke. Na gut, gehen wir zur Vault. Hier gibt es anscheinend auch kein Blutblatt und so. Dafür muss ich höchstwahrscheinlich in den Sumpf. Hm. Ja, gut. Schade. Oh. Die werden doch verdammt schnell schlecht, ne? Blutblatt. Habe ich die ganze Rußblatt gesagt? Brauche auf jeden Fall so viele Blutblätter, wie es geht. Dann gehen wir zur Vault, gucken, was da abgeht. Und dann müssen wir die anderen Zutaten zusammenfinden. Oh, noch ein bisschen schmutziges Ver... Ich hab's getrunken. Sammeln. So. Oh ja, schön. Okay, ich dachte, das wären drei Blätter. Stattdessen war es nur eins. Schade. Haha, hab ich dich. Scheiß auf Verstrahlung. Gebe ich jetzt einen Scheiß drauf. Eisenhaber. Ich will einfach nur mein Zeug zusammenkriegen, um die Heilsalbe herzustellen. Noch mehr Blutblatt. Blutblatt. So, drei Stück müssen wir davon herstellen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchten drei Blutblatt. Wie viel haben wir jetzt am Start? Also insgesamt brauchen wir dann 9, wenn es 3 sind für einmal. Unter was finden wir das? Heilmittel? Blatt 9. Sehr schön. Dann müssten wir jetzt genug haben. Gehen wir kurz zu Vault. Gucken dann, was wir als nächstes brauchen, weil mein Gedächtnis ein einziger Sieb ist. Ein einziges Sieb. Ich glaube, einziges ist es richtig. Schaut uns hier. Ich glaube, das waren die Pilze, ne? Ich glaube, das waren die Pilze, die wir noch brauchen. Ah, ich hab ihn. Ich hab einen Frosch, endlich. Halleluja. Oh. Okay, wir kommen der Sache immer näher. Also ein einziger Frosch mitten in der Pampa. Und so wollte ich das halt auch, dass man irgendwas macht und zufällig findet man halt die Sachen, die man noch machen muss. Aber leider finden wir nichts mehr. Weil sich alles für uns versteckt, was wir brauchen. Ich frage mich, was für eine Vault hier ist. Was haben wir denn hier? Eisenader. Komm, lass mich hier hoch. Ach, verdammt. Oh, guck mal. Da ist die Vault. Vault 96. Kommt mir bekannt vor? Woher? Ich weiß es nicht mehr. Hab ich irgendwo davon gelesen? Was haben wir denn hier? Vault-Türsteuerung öffnen?
Vault 96 arbeitet derzeit innerhalb normaler Parameter. Zum aktuellen Zeitpunkt ist kein externer Zugriff gestattet. Gut, da soll wahrscheinlich noch was kommen. Interessant. Na gut, ich würde sagen, dann wird unser nächstes Ziel quasi der Sumpf sein. Und ich glaube, kann ich dich einsammeln? Oh, wilde Karottenblume. Weil hier in der Nähe ist ja nichts mehr, ne? Oh, lustig, dass man hier immer noch eine Vault findet. So mitten im Nirgendwo. Alles klar, kurz nach Hause. Checken, was wir als nächstes brauchen. Ich muss heute wenigstens ein Häkchen setzen können. Ja gut, wir können das Froschhabitat machen. Das ist ja schon ein Häkchen. Aber ich will das erledigen, was ich erledigen wollte. So. Dann schauen wir mal. Also, wir brauchen unser Experimentor Labor. Aber was ist Schnappriet? Grußblume. Oh Gott, wir haben viel zu viel. Aber was zur Hölle ist Schnappriet? Ich muss das kurz googeln, ey. Schnappriet. Was ist das? Super. Also. Ich will wissen, wie das Zeug aussieht. Ich will nicht wissen, wo ich es finden kann. Bei einem komischen Event, ja super. Achso, Schnapsriert heißt das. Schnapsriert. Ach ja. Das ist anscheinend hier dieses Gras, dieses hohe Bambuszeug, die Gedöns. Weiß was ich. Okay. Aber gut, wir müssen jetzt Feuerhut schnell, vor unser Heilmittel sich dem Ende zuneigt. Unser Heilmittel, sag ich schon, unser Hirnfurz. Blutblatt. Oh Mann. Wenn wir zumindest schon mal das Heilmittel herstellen können. Okay. Ich frage mich, ob ich das Zeug selber anpflanzen kann. Das wäre doch geil. Ich glaube aber nicht, ne? Dafür müsste es irgendwie so eine Art Topf geben. So. Was ist denn das da unten? Einfach so eine Werkbank hier? Nee, hier ist auch eine kleine Hütte. Aber hier ist natürlich nichts. Das ist so schade. Weißt du, man findet hier was ganz Geheimes. Man bekommt nichts dafür. Vielleicht ein Arschtritt. Oh, das war's auch schon. Dann müssen wir in die Richtung gehen. Gut, Feuerhut. Wobei, Feuerhut hat man auch im Wald gefunden.
Vielleicht wäre es auch besser gewesen, im Anfangsgebiet rumzulaufen. Wegen Feuerhut. Was läuft da hinten rum? Zu Bunkern. Einfach weil die Möglichkeit da Hasen zu entdecken noch größer ist. Gut, den Bunker kennen wir. Es wäre auch noch ein Punkt, der mir fehlt, ne? Wer war so, als hätte mich was verfolgt. Ah ja, wir sollten uns ein bisschen Red Away reinziehen zwischendurch mal, ne? Ich glaube, jetzt wären wir hier. Findet man im Sumpf überhaupt Feuerhut? Bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, dafür müssen wir ehrlich gesagt in den Wald. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich jemals hier irgendwie Feuerhut gefunden habe. Okay, gehen wir in den Wald. Aber hier haben wir ja zum Glück Vault 76. Da läuft das Ganze ein bisschen einfacher. Oh Gott. Nur eine Zeit für die Folge geht flöten. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich brauche eigentlich nur 3 Feuerhut. Mehr brauche ich nicht. Das muss ja wohl irgendwie möglich sein. Okay, wenn ich Feuerhut wäre, würde ich in den Wald gehen. Weil da ist natürlich die Chance zu sterben am größten. Komm, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. So, da wächst ja gerne an Bäumen oder Baumstämmen. Oh. Muss das nur so schwer sein, Dinge zu finden? Waren wir hier eigentlich jemals drin? Ich glaube nicht, ne? Aus dem Weg, ich habe keine Zeit. Au! Wird doch auf mich geschossen. Na gut, dass es hier jetzt nicht viel gibt. Ist ja nicht klar. Ein Impro-Revier. Stimmt doch halt einfach. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Das heißt, es wird noch schwerer sein, die zu entdecken. Ich hatte mal mehr Glück mit Feuerhut, ne? Achso, das ist eine Kochstation, wo? Nein, ich will nicht drehen. Gehen wir mal zu den Bergen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch einen Hasen. Bei meinem Glück bezweifle ich, dass wir irgendwas finden werden. Höchstwahrscheinlich die Brandbestie. Das ist mein Glück, eine Brandbestie, die sich dann irgendwie als Pilz tarnt. Und dann kommt sie rausgeschossen. Surprise! Ich bin gar kein Pilz. Nur ein ganz trauriger, einsamer Wald. Ja, komm schon. Papa braucht ein paar Pilze. Hört sich irgendwie falsch an. Ja, ich trinke ja schon was. Aufbereitetes Wasser trinken wir. Wir müssen unsere Elektrogeräte zu Hause nochmal starten. Weil uns geht jetzt so langsam aber sicher das Wasser aus. Ich hätte schwören können, dass wir Pilze eigentlich einfach finden. Wo sind denn die ganzen Feuerhüter hin? Ich finde hier einen. Ist wieder mal typisch mein Glück, ne? Ansonsten, Schnapperjet werden wir wahrscheinlich in der Nähe eines Sees finden oder an einem Bauernhof, eventuell da auch noch. Es ist halt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Schilf?
Ein Schilf dazu? Schilfriert? Ich glaube, das ist... Nee. Es sind halt so... Pflanzen, die aussehen wie Corn Dogs. Falls ihr wisst, wie Corn Dogs aussehen. Sowas in der Art ist das. So, guck mal. Tote Menschen. Mit leeren Taschen. Oh, wir sind schon hier im nächsten Gebiet. WTF. Wie weit bin ich denn gelaufen? Ja, shit. Ich glaube... Bei Flatwoods war ein bisschen was. Jetzt geht mir langsam wieder das Geld aus. Ein wunderschönes Bild. Tote Viecher. Das sind immer noch die besten. Ja, noch mehr Blutblatt. Das, was ich jetzt nicht mehr brauche. Okay, oh guck mal, da ist eine Hütte, die wir noch nicht kennen. Dann gehen wir doch mal dahin. Ja, scheiße, aber die Zeit ist eigentlich schon. Oh, so traurig. Ich hab's nicht geschafft, Pilze zu organisieren. Oh. So ein Scheiß. Ah, Freunde, ich würde sagen, die Pilzsuche wird sich leider auf morgen verschieben. Stattdessen haben wir hier das hier gefunden. Und was das insgesamt ist, hier bei Route 88, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.